Rooftop-Bar, Sonnenuntergang im Silicon Valley. Hinter mir sind ein paar Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer, Innovationsleute. Wir werden in den nächsten Tagen, in dieser Woche, eine Learning Journey machen. Wir werden 18 Startups besuchen. Wir werden die Technologiegiganten besuchen. Die drei Gründer von PayPal noch nicht das Geld hatten, sich überhaupt ein eigenes Büro zu leisten. Das war hier im Plug-and-Play-Center, beziehungsweise da drüben in diesem alten Haus, was im Prinzip ein altes Teppichlager war, wo die ihre Firmen gegründet haben. Ich bin begeistert. Heute war es wieder so inspirierend für mich als 31 Jahre selbstständiger Unternehmer. Wie sieht es eigentlich Backstage Silicon Valley aus? Also, ich meine dort, wo die wirklich Berühmten, die wirklich Großen wohnen. Schaut euch hier mal um. Was ihr hier seht, ist die private Ranch von Richard Socher. Der Höhepunkt war natürlich bei Richard in seine großartigen Villa. Habe ich 2018 bei einer anderen Reise in Silicon Valley schon mal kennengelernt. Damals war er noch bei Salesforce und hat uns da eine Präsentation gehalten. Und das war jetzt natürlich toll. Der hat uns auf seine Ranch eingeladen, hat uns da alles Mögliche erzählt, was seine Herausforderungen waren, wo er die Zukunft sieht und was sehr interessant war. Wir sind in einem Haus der Zukunft. Das gehört einem Menschen, der schon 13 Unternehmen gegründet hat. AI bis zum Abwinken, liebe Leute. Ich habe sehr viel gelernt. Ist die alte Google-Welt und die neue Google-Welt noch konkurrenzfähig in der neuen Welt von künstlicher Intelligenz? Weil hier entsteht die Magie. Hier entstehen die Milliarden Unternehmen, die wir jeden Tag nutzen. Sei es ein Tesla, sei es ein Apple, sei es ein Google, sei es ein Microsoft. Hier ist so viel Inspiration. Also ihr müsst vorstellen, ihr habt hier vermutlich die klügsten Menschen der Welt, die sich an einen Ort treffen, die führend sind in der Forschung, wenn es um KI oder Robotik angeht. Ich habe relativ Respekt vor AI und auch der ganzen Robotik-Thematik, die gerade auf uns zukommt. Es hat mir hier gezeigt, wie weit alles ist. Für mich auch interessant, mit anderen Unternehmern mich auszutauschen. Die Reise kann ich jedem empfehlen, der sich überlegt, was kommt. Hat mich auf jeden Fall sehr viel weitergebracht. Und wenn man ein bisschen gucken möchte über den Tellerrand hinaus zu Hause, was kommt zukünftig, dann kann ich die Reise auf jeden Fall sehr empfehlen. Und es ist super organisiert, ja, war sehr lebensbereichernd und ich kann es nur empfehlen.